Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Medieval Dynasty. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In dem vorherigen Video haben wir Bronze geschmiedet und damit machen wir jetzt auch weiter, denn ich möchte Spitzhacken machen. Ihr könnt dabei gerne zuschauen und natürlich freue ich mich, dass ihr wieder da seid. Wir haben nämlich nur noch eine und wir brauchen ein paar mehr. Das heißt, wir müssen noch ein paar Holzstämme mitnehmen. Ich hoffe, dass das vom Tragen her funktioniert. Und wir werden schauen, wie viel wir herstellen können. Und die sind sehr, sehr fleißig im Bergbau. Und wir können nur 5 wieder herstellen. Okay, machen wir das doch. Das dauert jetzt 8 Sekunden pro Spitzhacke. Könnt euch ja gerne ausrechnen, wie viel da sind. Aber ich freue mich, dass ihr wieder da seid. Das ist schön. Wenn ihr mal eure eigene Fantasie mit einbringen möchtet, könnt ihr das gerne machen, natürlich. Das habe ich auch schon öfter gesagt. Dann schreibt es mir einfach mal in die Kommentare, wie ihr was oder warum oder irgendwas geändert haben wollt, irgendwelche Deko-Teile. Oder. Das ist natürlich immer herzlich willkommen. Dann geben wir das mal alles wieder ab. Sind ja recht schwer jetzt. Und unser Schuppen ist voll. Das ist nicht so toll. Das heißt, wir haben irgendwo zu viel. Brennholz 1500, Bretter 400, Bronzebarren. Wow. Oh, das ist natürlich. Tierfutter, okay. Dann nehmen wir mal ein bisschen Roggenkorn mit. Ein bisschen Stroh. Und ein bisschen Haferkorn. Dann haben wir schon wieder ein bisschen mehr Platz. Ein bisschen Tierfutter. Das ist natürlich nicht so toll, dass unsere Ressourcen schon voll ist. Ich glaube, dann bauen wir. Oh, wir haben keine Leute. Wir haben keine Leute. Geht nicht. Muss ich doch erst anfangen wieder mit der Dekoration, damit wir ein bisschen mehr rausbekommen.
Dann werden wir gleich die Kalksteine noch mal eben an die Wand hauen, wenn wir das Tierfutter fertig haben. Und da gucken. So, damit wären wir fertig. Ich bringe das eben weg. Das kannst du weitermachen. Ach, stopp. So, da bin ich wieder. Ich musste nur eben einmal das Spiel neu starten. Da haben wir schon wieder was in der Verwaltung hier. Was? Kein Material. Was ist denn jetzt schon wieder alle? Das Gegengift. Okay. Aber wir können hier mal bei den Rohstoffen. Ich glaube. Stein. Brennholz machen wir mal auf 2%. Das darf aber nicht zu viel werden. Holzteller setzen wir auch ein bisschen hoch. Kupfererz. Das setzen wir runter. Also die Körner will ich nicht unbedingt wegtun, auch wenn wir da so viel von haben. Genauso Flachs, das brauchen wir nur mal für Kleidung und sowas. Na, das ist ja viel effektiver, wenn man das im Kleidermodus dann verkauft. Ne? Das gibt ja nun mal mehr Geld. So, okay. Wir waren jetzt Tierfutter, genau. So, Tierfutter wegbringen. Und dann wollte ich die Kalksteine an die Wand hämmern. Und ist wieder voll. Dann nehmen wir mal ein paar Bretter mit.
Ja. Ah, trotzdem sind wir zu schwer. Gucken, wo wir hier unten stehen geblieben sind. Verkalken. Das weiß ich jetzt im Moment nicht. Da ist ein Haus, was noch nicht verkalkt ist. Das nehmen wir dann einfach. Muss ich euch doch wieder mitnehmen, ein bisschen Deko machen, weil sonst sind wir völlig überladen im Lagerschuppen. Ach, da war das Haus noch nicht fertig, egal. Gut, da war es noch nicht fertig, egal. Damit wir das natürlich jetzt hier ein bisschen mehr kriegen, unsere Kiste. Deswegen nehmen wir ein bisschen Brennholz mit. Für Brennholz. Warte, haben wir Brennholz? Das ist zu viel, das ist zu schwer. Stimme brauche ich noch ein paar. Ich bin schon wieder überladen.
New buildings spring up like mushrooms. Erstmal das nehmen, was wir hier haben. Ich habe jetzt einen Weidekorb dabei gehabt. Nee, Mist. The sound of crunching leaves reminds me how much still needs to be done before winter. Auf den Regalen hier erstmal. Das Metflaschen heißt, muss es ja nicht sein, dass da unbedingt Met drin ist. Die Flaschen sehen ja so auch ganz gut aus. He may look like an idiot and talk like an idiot, but don't let that fool you. He really is an idiot. Our king will go down in history as the most forgettable one.
Na super, das war nicht geplant. Das auch nicht. Oh, ein bisschen mehr Platz hier. What day do we have today? I'm so drained, I can't tell. Okay, hat gehalten. Passt. Winter is coming. Winter is coming, sagen die bei Game of Thrones auch immer. So, stellen wir die nach dahin erstmal. Oh, wir haben etwas freigeschaltet, da muss ich mal eben gucken, was war denn das? Holzschuppen 2. Oder war das was anderes? Technologie. Ja, die hatten wir ja schon. Hä, was war denn das? Was hat sich denn da jetzt freigeschaltet? Ich habe keine Ahnung, was war das denn jetzt? Ach Mensch, das ist ja blöde. Das ist ja blöde.
So, den muss ich jetzt aber hauen. Ihr könnt, aber es ist gleich sowieso schon vorbei, die Zeit. Ich werde das Haus hier noch fertig machen und euch dann morgen zeigen, was ich damit angestellt habe. Natürlich fangen wir jetzt schon mal an. Wir haben schon die Bretter. Ich werde das Haus von außen noch ein bisschen machen und dann, wie gesagt, zeige ich euch morgen, was ich hier alles angestellt habe. Und wie gesagt, die Zeit ist schon wieder vorbei. Die Bretter auch. Hole ich eben noch neue. Wir haben 3 Minuten, haben wir noch. Es ist recht schwer, was ich gerade mit mir rumtrage. Es geht im Moment nicht anders, weil der Schuppen so voll ist. Das können wir schon mal legen. Herr im Himmel, ich will das doch einfach nur drehen. Und hier kann man nämlich auch Tischdekoration machen, ne? Tischdecke vollständig, Tischläufer, Tischdecke flach oder so. Ne? Das wäre richtig cool. So, wie gesagt, das mache ich jetzt gleich noch für euch fertig. Das zeige ich euch morgen, wie es geworden ist. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, fürs Dabeisein und fürs Mitmachen. Wenn euch das gefallen hat, dann lasst doch bitte mal ein Abo da. Oder auch mal einen liebevollen Kommentar oder einen lieben Kommentar. Das fände ich schön. Ihr dürft natürlich gerne eure Meinung auch dazu sagen, was ihr als nächstes so machen wollt oder was auch immer. Ich bin immer gerne da und habe immer ein offenes Ohr. Ja, das war's von mir für euch und ich sage Tschüss, ciao und auf Wiedersehen. Bis dahin, alles Liebe, alles Gute, eure Tammy. Ciao!